Montag und Dienstag Rallye aus einem stark überverkauften Zustand der Märkte. Dann gestern Abend die Tesla-Zahlen, die ja an sich ziemlich miserabel waren. Aber wir haben den begnadeten Hoffnungsverkäufer Elon Musk, der wieder mal ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert hat, das zwar komplett unlogisch ist, dieses Kaninchen, macht aber nichts. Die Aktie massiv nach oben gegangen. Aber diese Euphorie ist dann im Laufe des heutigen Handelstages an der Wall Street verpufft. Und wir wollen uns anschauen, warum das so ist. So viel Sinn die Rallye gemacht hat am Montag und am Dienstag, so viel Sinn macht nämlich auch diese Rücksetzer, Stichwort gleitende Durchschnitte, Stichwort Widerstände. Die Amerikaner, die sind sehr technisch unterwegs derzeit oder fast immer, aber diesmal besonders, und wir wollen uns das Setup mal anschauen. Wir starten zunächst mit der Tesla-Euphorie. Die Aktie gut 9% noch im Plus. Man kann hier wahrscheinlich einen orchestrierten Short Squeeze vermuten. Vor allem Morgan Stanley hat ja da viel im Feuer. Morgan Stanley hat Elon Musk den Kredit gegeben, damit er Twitter kaufen kann. Das ist praktisch der Finanzierer von Elon Musk. Und der Tesla-Chef musste schon irgendetwas aus dem Hut zaubern, nachdem die Aktie im freien Fall war. Die Absatzzahlen miserabel waren, Trend nach unten geht. Also hat ihr dieses Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Wir machen ein affordable car, also ein leistbares, preisgünstiges Auto. Hier hat jemand auf Finanzmarktwelt oder YouTube kommentiert, und das bringt das Ganze hier wirklich auf den Punkt. Es geht hier um die Gesetzmäßigkeiten der Mathematik. Wenn Elon Musk und Tesla in der Lage gewesen wären, ihre Produktionskosten so deutlich zu senken, dann hätten sie es wahrscheinlich längst gemacht. Genau dieses Versprechen steht aber hinter diesen Affordable Cars. Jetzt ist das Problem, dass die Chinesen ja schon extra Schiffe bauen, damit sie ihre billigen Elektrofahrzeuge zum Beispiel nach Europa bringen können. Das heißt, die haben entweder weniger Kosten oder es ist eben egal, weil sie Überkapazitäten haben. Du kannst in diesem Segment, wenn du ein Auto baust, das 25.000 Dollar kostet, als Tesla kein Geld verdienen, so oder so. Also ist das Ganze Schwachsinn. Das wird sich dann auch fundamental durchsetzen. Und genau das ist das Problem hinter dieser Geschichte. Deswegen ist eben dieser Bounce, der durch Tesla jetzt bedingt war, auch nicht allzu ernst zu nehmen aus meiner Sicht. Gleichwohl hat es vielen wehgetan. Hier Tesla Shortsellers haben 1,62 Milliarden Dollar heute verloren, nachdem die Aktie deutlich gestiegen ist. Ich gehöre übrigens nicht dazu. Viele haben gesagt, Fugi, du warst doch bestimmt short. Nein, ich würde Tesla Vorzahlen nie anfassen, weil ich eben weiß, dass der Elon was aus dem Hut zaubern kann jederzeit. Deswegen würde ich so etwas vor den Zahlen grundsätzlich nicht machen. However, jetzt ist natürlich der Fokus komplett auf das, was jetzt vor uns liegt. Meta, Microsoft, Alphabet und dann am Freitag die PCE-Inflationsdaten. JP Morgan sagt ja, dieser Bounce könnte natürlich jetzt sogar auf die Oberseite überschießen, also die Rallye, die hier wir am Montag und Dienstag gesehen haben, wenn eben die Megacaps hier wirklich liefern und ihre Aktien steigen und eben der PCE günstig für die Märkte ausfallen sollte. Das ist natürlich jederzeit drin. Niemand weiß jetzt, wie die Zahlen ausfallen. Mal gucken, man sieht hier breites Kaufverhalten bei Tech und Value. Geht das Ganze aber so weiter? Hier nochmal der Rückblick. Wir waren so dermaßen überverkauft. Das haben wir nur 17 Mal gesehen seit dem Jahr 1953 im kurzen Zeitfenster. Wir sind übergeordnet ja im wöchentlichen Chart immer noch ziemlich überkauft und nicht überverkauft. Und da sehen wir zum Beispiel den WIX, der an eine langfristige Trendlinie oder längerfristige Trendlinie rankommt, davon abgeprallt ist, jetzt dann 25% verloren hat, der S&P nur noch 3,5% zwischenzeitlich von seinem Allzeithoch entfernt. Also WIX schießt nach oben, korrigiert dann diese krasse Bewegung wieder nach unten. All das ist relativ idealtypisch. Warum es heute schwieriger wird, das ist eine Grafik hier von Ron Walker, ist, weil wir eben im kurzen Zeitfenster jetzt eben auch stark überkauft waren schon wieder. Wir sind also gewechselt von einer starken Überverkauftheit in eine starke Überkauftheit. Wir sehen das hier schön markiert. Wir sehen dann zum Beispiel den Nasdaq an einer wichtigen Widerstandslinie, an einem markanten Punkt
Punkt aus dem Februar erstmal abgeprallt. Jetzt ist entscheidend, was der Index macht. Das wird natürlich auf die Earnings jetzt von den großen Tech-Unternehmen abhängen. Aber kommen wir über dieses Hoch, was wir heute gesehen haben, dann könnte die Erholung wirklich nachhaltiger sein. Fallen wir unter das Tief, das wir am Freitag gesehen haben, knapp unter der 17.000er Marke, dann wäre diese ganze Erholung eine Fake-Erholung. Und dementsprechend problematisch, dass der S&P 500 auf Tagesbasis da abgeprallt ist, wo er dann heute abgeprallt ist, hängt eben auch mit gleitenden Durchschnitten zu tun. Die Amerikaner legen wahnsinnig viel Wert auf diese gleitenden Durchschnitte. Institutionelle Player handeln danach, das kann man überhaupt nicht unterschätzen. Jetzt steht natürlich heute Abend schon mit Meta sehr viel mehr auf der Waage als jetzt gestern bei Tesla. Tesla gucken wir mal ganz unten, nur noch Nummer 15. Eine Gewichtung im SPY, also dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500 und damit deckungsgleiche praktisch die Marktgewichtung im S&P 500 von 0,94%. Meta bringt da schon mal 2,56% auf die Waage und Microsoft 7,11%. Alphabet ist auch bei 2% um und bei. Also das sind nochmal andere Gewichtungen, was die Marktbewegung eines Index betrifft, weil einfach hier einfach mehr Masse am Start ist. Und wenn wir von Meta sprechen, hier sehen wir mal, da könnte es eine ähnlich krasse Bewegung geben wie jetzt bei Tesla. Man erwartet, oder die Optionsmärkte erwarten eine Bewegung von plus minus 9% nach Vorlage der Zahlen. Also eine ganze Menge. Wir hatten, glaube ich, bei dem letzten Quartalsbericht ja diese massive Rallye, als Meta, glaube ich, einen neuen Rekord gemacht hat, was den Hinzugewinn von Marktkapitalisierung an einem Tag betrifft. Mal sehen, ob sie das heute wiederholen können. Die Aktie von Meta, by the way, gestern pünktlich an den 50er Tagesdurchschnitt gelaufen. Also wieder mal idealtypische Bewegung hin zu gleitenden Durchschnitten. Die haben praktisch magische Anziehungskräfte, könnte man sagen. Hier sehen wir Intraday die Bewegung, dann nach der Rallye zunächst, dann der scharfe Abverkauf. Kann sich alles wieder korrigieren, gar keine Frage. Aber dass wir abgeprallt sind, macht zunächst mal Sinn. Und ich hoffe, Sie können diese Grafik gut erkennen. Das ist ASML. Das ist praktisch neben TSMC das zentrale KI-Unternehmen, denn die stellen die Maschinen her, mit denen KI-Chips oder mit denen Chips hergestellt werden können, die dann für KI eingesetzt werden. Und hier sehen wir mal, die gleitenden Durchschnitte weisen deutlich nach unten. Das bedeutet aus Sicht der Amerikaner, diese Aktie ist nicht mehr von Institutionellen unterstützt, denn die kaufen solche Charts nicht. Die sind dann vorsichtig, die sagen, okay, ich will, dass das Bild hier günstiger aussieht, als es derzeit ist. Mit anderen Worten, wir haben hier schon durchaus mindestens ein Anstechen der KI-Blase jetzt gesehen und das gilt eben auch für TSMC, ähnliches Bild. Das sind 12er, ein 20er und ein 55er Schnitt hier. Und TSMC, diese thailändische Firma, die ja für unter anderem für Nvidia ja komplett die ganzen Chips baut, auch hier charttechnisch durchaus Porzellan zerschlagen. Schauen wir uns mal die Dickfische an heute. Meta, wie gesagt, im Minus. Nvidia ins Minus gedreht. Mit 2% der Amazon im Minus. Microsoft praktisch unverändert. Apple im Plus und das, obwohl Apple heute zugeben musste, dass man die Vision Pro Produktion runterfahren muss wegen geringer Nachfrage, also diese Brille, die so wunderschön ist und niemals wird gezeigt, welche Monsterbatterie die Leute da am Bein hängen haben. Also das ist ein Rohrkrepierer. Mein Gott, was hat die Apple Rallye aufgrund dieser Apple Vision Pro schon an Rallyes hier absolviert? All das also auch wieder praktisch komplett sinnfrei, denn Apple ist nicht mehr innovativ, das ist das große Problem dieses Unternehmens. Kommen wir jetzt mal zum anderen Thema, nach wie vor sind die Renditen nämlich sehr hoch, wir sehen die 10-Jährige bei 4,55%, wir haben heute gehabt, schon um 19 Uhr, eine Anleiheauktion im Volumen von 70 Milliarden Dollar, Wahnsinn, was da umgesetzt wird. Hier sehen wir mal die Auktion 5-Jähriger T-Notes, die heute stattgefunden hat mit einer Rendite ja so von 4,3%. Zuletzt heute ist die Rendite reingekommen bei 4,66%. Genau da steht auch die an den Märkten gehandelte Anleiherendite.
Und das Problem, das die Märkte insgesamt haben, warum sollten die Renditen fallen? Angesichts der sehr wahrscheinlichen Tatsache, die Rabobank hier auf den Punkt bringt, dass wir entweder 2025 nach der Wahl Bidenomics 2.0 bekommen, das heißt weiterhin exzessive Ausgaben und kein absehbares Ende dieses fiskalischen Stimulus auf der einen Seite, der allerdings teuer bezahlt werden muss, oder wir bekommen Trump 2.0. In beiden Fällen werden wir riesige fiskalische Defizite sehen, Protektionismus sehen, Industriepolitik sehen, die bei Trump dann vor allem mit den Zöllen auf Steroiden ist, wie die Rabobank gesagt. Also es gibt nicht viel Grund, warum die Renditen deutlich fallen sollten, es sei denn, es kommt eine dicke Rezession in den USA, und hier sehen wir die Folgen. Die Amerikaner oder die Regierung muss bereits 12% aller Ausgaben sind Ausgaben für Zinsen in diesem Jahr. 2020 waren 7%, 2022 9%. Tendenz weiter steigen. Also wir sind hier in Billionen. Man kann sagen, alle drei Monate fügen die Amerikaner oder fügt der US-Staatshaushalt 1 Billion an neuen Schulden hinzu. Und wer diese Schulden kauft, der will natürlich auch eine angemessene Rendite sehen, zumal wenn die Inflation eben da ist, wo sie derzeit ist. Biden zumindest hat jetzt ein Konzept, ob das funktioniert, steht auf dem anderen Blatt. Der will nämlich die Kapitalertragssteuer deutlich anheben auf durchschnittlich 45%. Wir sind derzeit so bei 23, irgendwas Prozent. Das heißt, wir hätten eine entspannte Verdoppelung der Kapitalertragssteuern. Das dürfte der Wall Street überhaupt nicht schmecken. In einigen Bundesstaaten wie Kalifornien könnte das sogar raufgehen bis auf 59%. Die sprechen da auch noch ein Wörtchen mit. Also das ist schon, wenn das sich durchsetzen würde oder Biden sich damit durchsetzen würde, dann wäre die Wall Street nicht besonders happy. Aber was bleibt übrig, wenn man ein absolutes Ausgabe-Einnahme-Missverhältnis hat? Dann muss man vielleicht eben die Einnahmen steigern. Das ist natürlich nicht gerade populär bei dem Wahlvolk, bei der Wall Street sowieso nicht. Trump will ja vor allem die Steuern senken. Ob das funktioniert, das muss sich noch zeigen. Jedenfalls gucken wir uns mal an, was die Inflation macht. Wir haben ja am Freitag diese PCE-Daten, die wichtig werden. Wir sehen hier bei den Small Businesses, die haben höhere Kosten und wollen deswegen die Preise anheben, höhere Kosten, weil die Löhne gestiegen sind. Und wir sehen, dass Inflation wieder ein richtiges Thema ist für diese Small Businesses, die immerhin gut die Hälfte aller Amerikaner beschäftigen. Die Prognose hier für die dann kommenden CPI-Daten, die ja dann im Mai erst veröffentlicht werden, für den April, liegen derzeit bei 0,4%. Plus 0,4% zum Vormonat. Auch das wieder ein sehr, sehr großer Schluck aus der Inflationspulle. Und all das begünstigte derzeit Energie. Und wir sehen, der Energiesektor im S&P 500, der war mal im Jahr 2008 bei 15,9%. Das heißt, Energieaktien waren 15,9% des gesamten Index. Jetzt sehen wir mal eben 3,9%. Also eine ziemliche Untergewichtung. Wenn diese KI-Story funktionieren würde, was ich nicht so richtig glaube, zumindest nicht im kurzen Zeitfenster, dann bräuchte man sehr, sehr viel Energie. Denn diese Data Centers, die sind immens energiehungrig, da werden Energiemengen verschlungen, die kaum vorstellbar sind. Das heißt, der Energiebedarf würde steigen, das spricht also für Energie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite können die Amerikaner das weitgehend selbstdeckend erzeugen. Wir sehen hier, wie die Ölproduktion nach oben gegangen ist. Die Abhängigkeit von Energieimporten der Amerikaner ist schwer überschaubar. Anders als in Europa, wie Michel Arroyo sagt, begehen wir Energy Suicide, indem wir eben hier erstmal vor allem in Deutschland die Infrastruktur abschalten, auf ein neues Konzept setzen, hoffen, dass das Ganze funktioniert, dann feststellen, es wird nicht funktionieren. Jetzt haben wir leider die alte Infrastruktur zerstört. Stichwort Stilllegung der Gasnetze etc. Nochmal kurzer Einschub. Offenkundig plant jetzt nochmal auch in Sachen Energie, offenkundig plant jetzt Israel eine Invasion in Rafah. Steht offenkundig kurz bevor. Das wiederum dürfte die Spannungen im Mittleren Osten und Nahen Osten verschärfen wieder, denn die arabischen Nationen haben gesagt, das ist absolutes No-Go, das ist eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf. Eine humanitäre Katastrophe würde wahrscheinlich
folgen. Die Israelis haben wohl 40.000 Zelte schon vorbereitet. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu Deutschland. Hier scheinbar etwas Entspannung im Geschäftsklimaindex. Allerdings auch hier Industrie weiter schwach. Die Dienstleister sind es derzeit, die das Ganze ziehen. Mal gucken, ob das lange so sein wird. Vor allem angesichts der Tatsache, welchen Wahnsinn wir hier haben, den jetzt bei Markus Lanz Boris Palmer auf den Punkt gebracht hat, mit einem Vogel, den sogenannten Ziegenmelker. Man wollte da ein Krankenhaus bauen. Universitätsklinikum bauen, konnte man nicht, weil ein Ziegenmelker, also dieser Vogel, ein männlicher, da ein bisschen gesungen hat. Und das ist ein schützenswerter Vogel, also keine Baugenehmigung. Dann war dieser Vogel erstmal weg, halbes Jahr nicht mehr gesehen. Dann hat Boris Palmer nochmal angefragt und haben die gesagt, nee, könnte ja sein, dass der zurückkehrt und man müsste einen alternativen Lebensraum für diesen einen Ziegenmelkervogel schaffen. Das würde bedeuten, man müsste den Wald, der vor dem Klinikum stehen würde, abholzen, damit dieser Ziegenmelker dann wieder fröhlich zwitschern kann. Der ist aber nie wieder gesehen worden. Dennoch wartet man immer noch auf die Baugenehmigung. Das zeigt diesen ganzen Wahnsinn, der hier in Deutschland teilweise mit der Bürokratie und bestimmten ideologischen Vorgaben verbunden ist. Das ist einfach letztendlich ein absoluter Bremsklotz. Natürlich für die Wirtschaft, auch wenn Umweltschutz grundsätzlich natürlich eine gute Sache ist. Drei Empfehlungen zum Abschluss, meine Damen und Herren. Meta-Quartalszahlen heute Abend. Was wird erwartet? Hier die Übersicht gerne teilen über Social Media, oben die Buttons. Dann ist die Energiekrise in Europa vorbei. Gashändler bezweifeln das und sagen, das könnte noch ein bisschen kritischer werden, als ihr euch momentan vorstellt. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung hat auch mit Energie zu tun. Das ist nämlich eine Headline in der Bild der intellektuellen Zeitschrift mit den vier Buchstaben Ölscheiß machen tanken billiger. Ist das wirklich so? Wir haben uns das mal angeschaut und die Antwort ist, da ist nicht so wahnsinnig viel dran. Das Gegenteil ist tendenziell eher der Fall. Also diese drei Empfehlungen und wir machen ab 22 Uhr oder werden darstellen ab 22 Uhr die Zahlen von Meta. Jetzt erstmal einen schönen Feierabend. Seien Sie dabei. Meta dürfte den Markt schon echt deutlich bewegen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.